Kampfraum Mittelmeer. Die Insel Korsika wurde laut Wehrmachtbericht vom 5. Oktober befehlsgemäß geräumt. Die deutschen Truppen setzten mit ihren schweren Waffen und allem Gerät auf das Festland über. Die Verbände der Kriegsmarine vollbrachten bei der Räumung Korsikas eine gewaltige Leistung, obwohl nur Kleinschiffsraum eingesetzt werden konnte. Nicht fahrbereite Schiffe sind zur Sperrung der Hafeneinfahrten versenkt worden. Granate! Ah! Alarm! Scheiße!